Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Beim letzten Mal wurden wir Zeuge oder konnten feststellen, dass Shepard fließend Proteanisch spricht und diese ganze Videosequenz astrein verstanden hat. Und wir müssen jetzt die restlichen Kapseldaten finden und haben hier beim letzten Mal eine nette Ballerei gehabt. Ich pack mal wieder das Snipergewehr aus, dieses Turianische, was zum einen ziemlich cool aussieht und mir zum anderen ja auch ziemlich gut gefällt. Wow, spontaner Hustenanfall. Hier ist weiter nichts, wollte ich sagen. Ausrüstung bergen. 3000 Creditors. Ah, noch eine Computerkonsole. Oh, Muni. Yeah. Sehr schön. Können wir nicht... Hä, kann die nicht mehr als... Hat die nicht mehr als drei Schuss drauf? Waren es nicht vier oder fünf sogar? Ist aber auch egal. Nächste Computerkonsole. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stasekapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Haben Sie das auch verstanden? Ja, ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ja, wir kriegen hier quasi Berichte aus erster Hand von einem Zeitzeugen. Das ist ganz cool. Speichern kann ich nicht. Ich vermute, hier draußen gibt es gleich Beef. Ihre Verstärkung ist da. Okay, mit den Schilden. Ich kann auch nicht dass die Explosion auf die Füße richten. Geht immer auf die Schilde. Ist natürlich äußerst uncool. Der Shit. Gut. Alle tot. Speichern können wir aber immer noch nicht und haben nur einen Schuss. Ist die Muni wieder respawned? Schade eigentlich. Muss ich ja mal so sagen. Okay, wir müssen auf jeden Fall zurück zur Kapsel. Muni. War ich hier schon drin? Irgendwie nicht. Muni. Sonst aber weiter nichts. Nee. Sonst weiter nichts. Ja, wir müssen jetzt zurück zur Kapsel. Wenn wir mal V drücken. Da ist auch schon die Kapsel. Ich hätte vorher gern die Wumme voll geladen. Deswegen gucke ich mal, was hier ist.
weiß, was hier ist. Moment! Okay. Singularity. Rums. Und Rums. Sehr schön. 5 Schüsschen haben wir noch drin in der Wumme. Da vorne liegt aber schon wieder Munition rum. Tipptopp. Können wir speichern? Jawohl. Wie schön. Okay, wir sind wieder am Anfang. So gut wie wir haben die Brücke eingezogen. Wir Kapsel. Müssen einen anderen Weg rüberfinden. Da, übers Dach. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Na dann. Einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Wie klug, wenn sie dass sie die Brücke einfahren, wenn sie hier überall Leitern hingestellt haben. Die hätte ich vielleicht auch kaputt gemacht, aber... Naja, Bösewichte sind ja meistens nicht die klügsten. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier runter? Hier lang. Okay. Ich will noch kurz speichern. Und dann geht's ab zur Kapsel. La 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 la. Proteanische Kapsel benutzen. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet Natürlich. Hat. Natürlich. Jede Menge Feinde im Anmarsch, Commander. Wir müssen diese Stellung halten. Natürlich. Bam! Yara, Singularität. Da kommen sie! Da sind noch mehr. Hier bitte mal Crowd Control vom Feinsten. James, kannst du eigentlich irgendwas Brauchbares? Fällt mir gerade so ein. Können wir irgendwas hacken? Nein, können wir nicht. Bringt die Verbrennung eigentlich bei euch was? Naja, bedingt. Bedingt, bedingt, bedingt. Aber die Singularität bringt hier auf jeden Fall eine Menge. Und wir sind out of Muni. Okay, da drin sind noch welche. Okay. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Ich wünschte, mein Betreuer wäre hier. Ich könnte einen Eisbeutel vertragen. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Suchen Munition. Wir haben's geschafft! Hier liegt keine Munition rum. Wenn die Munition knapp wird, im Gebäude nebenan befindet sich ein Nachschublager von Cerberus.
Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Im Gebäude nebenan? Hier liegt immerhin... Schwerer Mech! Er darf nicht nah rankommen! Panzerung. Okay, den Mech haben wir umgenietet. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Huh. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir öffnen die Kapsel. Sie haben es geschafft. Göttin. Ein Proteaner. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnungen zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Was davon übrig ist? Ein paar hundert Leute. Wie soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern.
Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch. Ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns. Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Okay. Ein lebender Proteaner? Genau. Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Oha. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Na, er muss sich ja willkommen fühlen, wenn er hier mit Waffen bewacht wird. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging, und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt.
Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Bisschen extrem, wie ich finde. Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nicht so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt. Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein, es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Warum geht das nicht weiter? Ah, ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Erstmal nichts. Ich sag mal auf Wiedersehen. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts... Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Oh, er hat sich unbeliebt bei Liara gemacht. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Aber ich muss mich noch erholen. Der Schock sitzt ziemlich tief. Ich verstehe. Das muss eine erstaunliche Erfahrung sein. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Javik. Okay, was ich sagen wollte, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Wichtiges weggedrückt habe. Ich hoffe, wir können uns jetzt immer noch mit ihm unterhalten und dasselbe fragen. Aber die Folge ist eh schon viel, viel, viel zu lang. Ich wollte es aber jetzt dann nicht irgendwie mittendrin unterbrechen, sondern unterbreche das jetzt. Und beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall nochmal mit Javik quatschen und ihn ausquetschen. Und wir haben gerade eine Partikelwaffe erhalten. Gucken wir uns alles im Laufe der nächsten Folgen an. Bisher sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.